Hey YouTube, hier ist Christian the Pilot und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Channel. Und in diesem Video möchte ich mit euch ein paar Fragen aus dem UL-Fragenkatalog durchgehen. Ich hoffe, es hilft euch bei der Vorbereitung auf eure Prüfung. Viel Spaß, vielen Dank und wir sehen uns in der Luft. Bevor wir anfangen, möchte ich euch aber noch sagen, was dieses Video nicht soll. Ich werde in diesem Video die Antworten auf die Fragen, die wir gleich durchklicken, nicht erklären. Ich bin mir sicher, das lernt ihr alles in euren Flugschulen. Aber den Aufbau des Fragenkatalogs und ein paar Beispielfragen kann man sich aus meiner Sicht schon anschauen und ich hoffe, es wird euch bei eurer Vorbereitung helfen. Und klar möchte ich auch für mich wissen, ob ich die eine oder andere Frage noch beantworten kann. Mir macht es Spaß. Schön, dass ihr da seid. Let's get started. Katalog selbst, ich bin mir sicher, es gibt eine Papierversion. Die hatte ich leider nie. Ich habe mir eine CD gekauft. Die sah so aus. Das hier ist eine Version aus 2016. Hier steht Programmversion 3.0. Mittlerweile haben wir 2018, fast 2019. Ich bin mir sicher, es gibt das eine oder andere Update. Ich bin mir aber auch sicher, dass der Aufbau eines Updates, ja, wenn nicht gleich, dann bestimmt auch ähnlich ist. Wir haben hier die 7 Module und eine Navigationsaufgabe. Lass uns mal auf ein Modul klicken. Welche sollen wir denn nehmen? Funk, Luftrecht, Navigation, Technik. Lass uns mal Technik probieren. Technik ist gut. Wenn ich das anklicke, bekomme ich zwei Optionen. Einmal Technik für die Dreiachse und Tracks und einmal Technik für die Tragschrauber. Die kenne ich nicht. Die eigentlich auch nicht, aber lass uns die hier nehmen. Okay, dann haben wir noch 4 Optionen. Einmal Normalmodus. Im Normalmodus werden alle Fragen aufsteigend von der ersten bis zur letzten angezeigt. Ich glaube, in diesem Modul haben wir 200 bis 250 Fragen. Ich weiß es nicht ganz genau, so um den Dreh wird es sein. Aus Fehlern lernen. Hier werden die Fragen angezeigt, die ich falsch beantwortet habe. Die kann ich dann nochmal durchgehen. Das ist ganz schön, diese Option. Fehler zurücksetzen ist ein Reset. Und Zufallsmodus. Zufallsmodus ist, wo wir jetzt hingehen. Okay. Und dann kann man loslegen. Frage 130. Okay, Konzentration. Vergaservereisung ist am ersten zu erwarten bei 1. Nachtflügen, 2. winterlichen Hochdruckwetterlagen, 3. falscher Gemischeinstellung oder 3. hohe Luftfeuchtigkeit im Bereich von minus 5 bis plus 20 Grad. Das weiß ich ganz genau. Vergaservereisung kann man erwarten, wenn die Luft einen hohen Anteil an Feuchtigkeit enthält. Das ist diese Antwort richtig, wird grün angezeigt. Wunderbar. Nächste Frage, 159. Bei ausgebauter Batterie springt der Motor beim Durchdrehen des Propellers von Hand 1. nicht an, 2. auch bei ausgeschalteter Zündung an, 3. bei eingeschalteter Zündung an oder last but not least nur bei Vollgasstellung an. Okay, wenn ich die Batterie ausbaue und die Zündung ausgeschaltet ist, dann springt der Propeller von Hand nicht mehr an. Aber Vorsicht! Auch wenn die Batterie ausgeschaltet ist, aber die Zündung eingeschaltet ist, dann kann ich das Ding anwerfen. Und ich glaube, das hier ist die richtige Antwort. Jupp, genau richtig. Wunderbar. Next. 52. Die Längsstabilität
von gewichtskraftgestörten UL wird erreicht durch, oh Jesus, erstens Pfeilung, zweitens Pfeilung und Schränkung, drittens Schränkung, viertens Höhenruder. Ich habe keine Ahnung. Die Längsstabilität, gewichtskraftgestörtes UL, das ist so ein Drache, glaube ich. Genau. Und wir erreichen bestimmt die Längsstabilität durch Pfeilung und Schränkung. Ach, okay. Alles klar. Das war mehr oder weniger getippt, war aber richtig. 154. An welcher Stromquelle ist der Anlasser angeschlossen? Erstens am Zündkreis, zweitens am Generator, drittens am Magnetkreis, viertens an der Batterie. An welcher Stromquelle ist der Anlasser angeschlossen? Ich will mal spekulieren, dass es natürlich die Batterie ist. Richtig. 137. Was passiert, wenn die höchst zulässige Drehzahl des Motors überschritten wird? Ja, bestimmt nichts Gutes. Erstens, die Kraftstoffzufuhr setzt aus. I don't think so. Oder vielleicht, weiß ich nicht. Zweitens, die Zündung setzt aus. Drittens, der Motor wird beschädigt. Viertens, es passiert nichts. Es passiert bestimmt irgendwas. Ich würde mal spekulieren, dass irgendwas kaputt geht. Der Motor wird beschädigt, ist die richtige Antwort. Okay. So, lass uns noch eine machen aus diesem Modul 173. Von welchen der nachstehenden Faktoren ist die Leistung eines Verbrennungsmotors nicht abhängig? Erstens Luftfeuchtigkeit, zweitens Startgewicht, drittens Höhe, viertens Lufttemperatur. Von welchen der nachstehenden Faktoren ist die Leistung eines Verbrennungsmotors nicht abhängig? Nicht abhängig. Luftfeuchtigkeit, Startgewicht, Höhe, Lufttemperatur. Okay, okay, da muss man nachdenken. Eigentlich ist die Frage nicht so schwierig. Wenn ich eine hohe Luftfeuchte habe, dann wird der Motor schon beeinflusst. Bei der Höhe, wenn die Luft dünner ist, wird oder dicker dementsprechend, wird der Motor schon von der Leistung beeinflusst. Und das gleiche auch bei der Temperatur. Wenn es kälter ist, hat er mehr Leistung, wenn es wärmer ist, hat er weniger Leistung. Was sich aber nicht ändert an der Leistung des Motors, ist das Startgewicht. Das heißt, auch wenn ich mehr Gewicht habe, bleibt die Leistung des Motors gleich. Somit ist das Startgewicht die richtige Antwort. Oder? Richtig. Okay, cool. Okay, das waren ein paar Fragen aus dem Modul Technik. Lass uns mal ein anderes Modul ausprobieren. Modul sollen wir jetzt nehmen? Luftrecht. Funk. Lass uns mal Funk ausprobieren. Wenn wir das anklicken, die gleichen vier Optionen. Zufallsmodus. Frage 98. Wie verläuft eine Piste mit der Bezeichnung 04 in Richtung? Erstens Northeast, zweitens South, drittens Southeast und viertens Northwest. 04, das bedeutet, dass die Piste in Richtung 040 Grad geht. 040 Grad wäre Northeast. Northeast, so ungefähr. Ne? Das wäre die erste Antwort. Mal gucken. Hey, richtig. Frage 9. Welche der folgenden Voraussetzungen ist für die Benutzung eines Funkgerätes in Luftsportgeräten nicht notwendig? Erstens, Baumusterprüfung und Erteilung der BZT-Nummer. Zweitens, Gütesiegelprüfung durch den DULF oder den DAEC, DAEC. Drittens, Musterzulassung durch das LBA oder die DFS. Und viertens, Frequenzzuteilung durch die Bundesnetzagentur. Welche der folgenden Voraussetzungen ist für die Benutzung eines Funkgerätes nicht notwendig?
Also was brauche ich nicht, um ein Funkgerät zu betreiben, zu benutzen? Ich glaube, ich brauche keine, das hier, keine Gütesiegelprüfung durch den DULF. Oder DAEK, den brauche ich nicht, genau richtig, Gott sei Dank. Frage 45. Mit welcher Navigationsfunkanlage kann Fremdpeilung durchgeführt werden? Fremdpeilung. Mit einer VOR-DME-Anlage, mit einer NDB-Anlage, mit einer Pfeilfunkstelle und mit einer Takan-Anlage, was auch immer das ist. Keine Ahnung. I don't know, was denkt ihr? Das hier bestimmt. Pfeilfunkstelle. Fremdpeilung, Pfeilfunkstelle. Peilen, peilen, irgendwas mit peilen bestimmt. Ja, richtig, okay. Okay, Frage 76. Was ist vor Aufnahme des Sprechfunkverkehrs zu beachten? Erstens, die Wahl der richtigen Frequenz. Außerdem muss sichergestellt werden, dass kein laufender Funkverkehr gestört wird. Zweitens, das Luftfahrzeug muss sich in der Luft befinden. I don't think so. Drittens, es muss eine Funkprobe stattgefunden haben. I don't think so. Viertens, die Entfernung zwischen Boden- und Luftfunkstelle darf nicht weniger als 30 nautische Meilen betragen. Okay, also das hier ist es definitiv nicht und das hier auch nicht. Also jedes Mal, wenn ich starte, dann muss ich die richtige Frequenz haben. Das ist schon mal richtig. Und ich muss warten, bis ich alleine auf der Frequenz bin, beziehungsweise wenn das keine andere sich gerade anmelden oder irgendwie funken. Also würde ich auf die erste Antwort tippen. Was ist vor Aufnahme? Die Entfernung zwischen Boden- und Luftfunkstelle darf nicht weniger als 30 nautische Meilen beantragen. Also mehr, das kann nicht sein. Nein, 30 Meilen, da bin ich ja schon in Timbuktu. Da kann doch das Funkgerät nicht mehr funktionieren. Oder? Ah, komm, das hier ist die richtige Antwort. Richtig, Gott sei Dank. 50-50. Okay. Frage 116. Wie lautet die Verfahrenssprechgruppe für "Ich habe Ihre letzte Meldung vollständig erhalten"? Erstens, wird ausgeführt. Zweitens, verstanden. Drittens, positiv. Viertens, richtig. Die Verfahrenssprechgruppe für "Ich habe Ihre letzte Meldung vollständig erhalten" bedeutet "Ich habe verstanden". Verstanden. Okay. 124. Sie warten abflugbereit am Rollhalt. XY Info übermittelt. Delta, Mike, bla bla bla. Halten Sie Position, ein anderes Luftfahrzeug im Endanflug. Sie antworten: Erstens, Delta Mike, bla bla bla, verstanden. Zweitens, Delta Mike, bla bla bla, will go. Drittens, Delta Mike, bla bla bla, halte. Viertens, Delta Mike, bla bla bla, kein kontrollierter Flugbleitz, daher sofort Start in eigener Verantwortung. In anderen Worten, leckt mich alle am allerwertesten. Das kann es bestimmt nicht sein. Ach, was sage ich ihm? Sage ich ihm verstanden? Wilco ist wahrscheinlich für große Passagierjets oder sowas. Das habe ich schon mal gehört, aber nicht an den Flugplätzen, wo ich unterwegs bin. Also Wilco, ja, nicht so, das ist eher selten. Ich sage, ich halte Position. Oder ich habe es verstanden. Nein, ich muss ihm sagen, was ich tue. Und was ich tue, ist, ich halte. Weil ich kann ihm auch sagen, ich habe es verstanden, aber dann fahre ich trotzdem weiter. Und das finde ich richtig. Also ich glaube, ich sage, Delta Mike, bla bla bla, halte. Oh, richtig, Gott sei Dank. Okay, lass uns mal ein anderes Modul ausprobieren. Uns noch ein paar Fragen aus dem Modul Luftrecht versuchen. Mal gucken, wie ich mich hier tue. 182. Bei einem Unfall mit einem UL haftet der Ersatzpflichtige nach den Vorschriften des Luftverkehrsgesetzes für die Schäden bis zu: erstens 600.000 Euro,
Zweitens 750.000 SZR. Drittens 5 Millionen SZR oder last but not least unbeschränkt. Bei einem Unfall mit einem UL haftet der Ersatzpflichtige nach den Vorschriften. Boah, I have no idea. Ich krieg mal. Ach, falsch. 750.000 SZR, was auch immer das ist. Okay, keine Ahnung. Frage 29. Für Flüge im Luftraum Delta Kontrollzone gilt unter anderem: erstens, Flugsicht mindestens 8 Kilometer, waagerechter Wolkenabstand mindestens 1,5 Kilometer, senkrechter Wolkenabstand mindestens 300 Meter, 1000 Fuß. Zweitens, Bodensicht von mindestens 8 Kilometern. Drittens, Flugsicht mindestens 8 Kilometer, waagerechter Wolkenabstand mindestens 300 Meter und senkrechter Wolkenabstand mindestens 300 Fuß. Und viertens, Flugsicht mindestens 5 Kilometer, Bodensicht mindestens 5 Kilometer, Wolken dürfen nicht berührt werden, Hauptwolkenuntergrenze mindestens 1500 Fuß. Das ist definitiv eine Frage, die man wissen muss. Für Flüge im Luftraum Delta-Kontrollzone, das ist richtig wichtig. Muss ich eine Flugsicht von mindestens 5 Kilometern haben, Bodensicht mindestens von 5 Kilometern. Ich darf die Wolken nicht berühren und ich habe die Hauptwolkenuntergrenze mindestens auf 1500 Fuß. Das ist hier die richtige Antwort. Ach, Gott sei Dank. Okay, die letzte Frage für heute, dann machen wir Schluss. 133. Flugpläne sind abzugeben bei: erstens, dem Flugplatzunternehmer, zweitens der Flugleitung, drittens der zuständigen Flugberatungsstelle und viertens der Landesluftfahrtbehörde. Die Flugpläne gebe ich ab bei der Flugplatzunternehmer, nein, Flugleitung, zuständige Flugberatungsstelle. Landesluftfahrtbehörde, nein. Boah, ist das die Flugleitung oder das hier? Jetzt 50-50. Ich weiß es ehrlich nicht. Ich weiß es nicht mehr. Ich muss ehrlich zugeben, ich bin mit den Flugplänen, die habe ich noch nie abgegeben. Ich glaube, das ist das hier, die zuständige Flugberatungsstelle. Ja, Gott sei Dank. Okay, alles klar. Puh, super. Dem UL-Fragenkatalog. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr Fragen habt oder Kommentare, ich würde mich freuen. Ich wünsche euch viel Glück bei eurer Vorbereitung. Viel Spaß, very many happy landings und wir sehen uns in der Luft.